und herzlich willkommen. Heute geht es mal um was ganz anderes. Und zwar um eine neue Bienenbeute. Die habe ich jetzt selber gebaut. Und so eine Beute gibt es am meisten in Afrika. Ich habe jetzt so etwas Ähnliches gebaut. Ihr könnt sehen, es sieht hier aus wie ein Blumentopf. So ist die Form. Das ist die hintere Seite. Ich drehe es jetzt mal rum. Hier ist das Einflugloch. Diese Beute kostet vom Material her ca. 30 Euro. Und das ist für eine Bienenbeute, finde ich, schon sehr preisgünstig. Hier oben der Deckel. Und dann hier, sie gibt es hier keine Rämsche mehr, sondern wir haben hier Leisten, wo hier Anfangsstreifen drauf sind. Ich denke mal, das ist sowas wie eine Art wie eine Bienenkiste. Aber die Bienenkiste muss man ja kippen, ist also aufwendig. Und das wollte ich mich nun gar nicht antun. Ich habe mir gedacht, das muss was Einfacheres geben. Und habe mir jetzt sowas hier gebaut. Das ist jetzt ein Versuch, ein Experiment. Das müssen wir jetzt sehen, wie das jetzt funktioniert. Ich werde jetzt hier in diese Kiste eine weiße Zelle hier rausholen und hier ein paar Bienen mit einschlagen. Und dann werden die an einem anderen Standort aufgestellt. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rähmchen mit Mittelstreifen als Anfangsstreifen. Die weiße Zelle werde ich hier vorne an draufstecken. Und dann werden wir sehen, was die Stall tut. So, man kann mal gucken, wie die Kiste so von der Seite aussieht. So, kann man kippen. So sieht es innen drin aus mit Trennschiet. Da habe ich jetzt festgenagelt, damit beim Transport nicht alles durcheinander fliegt. Die Nägel schon kommen nachher wieder raus. So sieht die ganze Sache aus. Und im hinteren Teil ist dann hier der, ungefähr hier ist dann hier der Honigraum, wo die dann im nächsten Jahr den Honig eintragen sollen. Was ich dann auf jeden Fall hoffe, dass das hiermit funktionieren wird. Ist ganz einfach, standfest, Brett runter, ist also relativ einfach zu machen. Ich habe einen halben Tag dran gebaut. Ja, wir werden sehen, wie die ganze Sache funktioniert. Wir werden auch hier berichten, wie die Sache hier läuft bei dieser Beute. Jetzt wollen wir einfach mal die Biene anmachen.